Hallo liebe Zielgruppe, es ist nicht Freitag, es ist Mittwoch, es geht auf eine neue Reise, wohin es geht, erzählen wir euch nach unserem Intro. Wir haben Mittwoch, den wievielten weiß ich gar nicht, den 29., 28.? 29. Den 29. Mai, ein Tag vor Christi Himmelfahrt. Es geht in den Kurzurlaub, verlängertes Wochenende. Wir fahren nach Rügen. War gar nicht geplant eigentlich dieses Jahr. Ruhe hier. Und ja, wir freuen uns wieder, vielleicht das eine oder andere zu erleben. Aber jetzt geht es erstmal zu Real. Den Namen sage ich extra, weil irgendwann gibt es den Laden eh nicht mehr. Das heißt, ihr wisst gar nicht, von was wir reden. Ja, und da wollen wir erstmal shoppen gehen. Ja, hallo zusammen. Wir haben wieder ein neues Spielzeug. Das befindet sich da unten, nämlich fürs Wasser befüllen. Na, wenn das mal klappt. Ich glaube, das steht jetzt auf dem Kopf. Aber gut, wie auch immer. Das ist eine Wasser... wie heißt das? Ein Wasserzähler, jetzt haben wir es. Ein Wasserzähler, der uns ein bisschen das Ganze erleichtern soll. Nämlich, dass wir gezielter wissen, wie viele Liter Wasser wir eigentlich im Fahrzeug haben. Und auch natürlich, wann der dann halt voll ist. Das Ganze haben wir, kleinen Tipp sozusagen von einem anderen YouTuber bekommen, nämlich von Markus von Fan for Van. Und der hat das schon im Einsatz, schon eine ganze Weile. Irgendwie haben wir gesagt, naja, ist halt eine ganz coole Sache, dann weißt du wenigstens auch, wie viel Wasser du getankt hast. Und das bescheißt dich dann auch keiner, wenn du dann mal Wasser dazu kaufen musst. Und haben das einfach jetzt mal ausprobiert oder jetzt uns zugelegt. Probieren es gerade aus zum ersten Mal. Bisher finde ich es ganz gut. Den ersten Stau haben wir schon mal umfahren. Ja, noch gesehen. Gesehen. Die Rücklichter sozusagen. Gleich abgefahren, weil wir wollen auch gar nicht in die Richtung, also Richtung A2 staut es. Es staut sie aber angeblich auch A7, wo wir lang wollen. Naja, wir wären jetzt erstmal hier in Ruhe bei diesem Einkaufsladen, den man in Real erleben kann. Ne? Also nicht nur im Internet, sondern selbst real kann man den erleben. Ja, genau. Ja, genau. Dann werden wir noch was essen. Genau, und dann hoffen wir vielleicht, dass der ein oder andere Stau oder stockende Verkehr vorbei ist. Ja. Ob wir das kriegen, was wir wollen, sagen wir euch, wenn wir wieder aus dem Laden raus sind, weil dann haben wir es in der Hand. Schauen wir mal. Bis dahin. Der Einkauf war erfolgreich. Wir waren endlich mal wieder in Real einkaufen. Dieses ganze Online-Dings macht nicht so viel Spaß. Man muss auch mal... in der Realität einkaufen. So, und zwar haben wir das da gekauft. Muss ich gucken, so rum. Ja, und dann noch da drunter. Genau. Ein bisschen Bettwäsche, damit wir selbst im Bett Strandfeeling und Leuchtturmfeeling haben. Ist leider nicht der Westerheber, das heißt, dann hätten wir uns davon sehr viele gekauft. Ja, aber der ist auch sehr schön, der Leuchtturm. Deshalb, das ist was Schönes. So, wir fahren jetzt nach Kentucky, denn wir wollen Hühnchen essen. Und ich habe gehört, in Kentucky gibt es das schönste Hühnchen. Ja. Ja, mal gucken, ob das uns mundet, weil theoretisch hätten wir noch 4 Stunden Autofahrt heute vor uns. Und ja, dann wollen wir lieber jetzt was essen, dann sind wir wenigstens gestärkt für so eine lange Tour. Genau. Ja. So ein bisschen was zum Knabbern haben wir uns mitgebracht, dass wir das nachher noch so während der Fahrt ein bisschen machen können, wenn wir das wollen. Und dann ist es auch okay. Deshalb, dann gehen wir jetzt erstmal nach Kentucky und dann melden wir uns, wenn wir frisch gestärkt sind. Und aufbrechen, genau. Alles klar. Wir waren in Kentucky und das Hühnchen war lecker. Ja, okay. Also kann man essen, wie gesagt, ist nichts Gesundes, wissen wir selber, müsst ihr gar nicht kommentieren und meckern. Naja, aber wenn wir halt noch jetzt 4 Stunden Fahrt oder sowas annähernd vor uns haben, dann... Navi sagt 3 Stunden 39, 429 Kilometer, wir sollen also gegen 10:30 auf unser Platz sein. Ist aber schnell. Da muss ich ja mehr als 110 km im Durchschnitt haben. Ich fahre doch nicht 180, meine Güte. Wir werden gespannt sein. Also das passt nicht. Ich zeig mal kurz was.
die Hoffnung, dass ich das sehe, wo ich überhaupt hin muss. Das wird ja interessant. So. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Verdammt viele rote Stellen. Einmal rund um Hamburg, da ist richtig was los. Dann hinter Rostock, das wissen wir, das ist bekannt. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und das ist eine gute Idee, ich muss noch meine Jacke ausziehen. Es ist richtig warm und es soll richtig knallig werden. Oh, mal gucken wir mal. Deshalb verschwinden wir an die Küste, da ist es nämlich nicht so warm. Hier erwarten wir bis zu 28 Grad. Da lässt meine Allergie dann wieder ein bisschen nach. Das hoffen wir natürlich, das ist das Wichtigste. Ja. Gut. Dann werde ich hier die Kamera ausmachen und dann werden wir den Motor starten und dann geht es so gut wie los ab nach Rügen. Yippie! Sind gerade Hamburg-Stilhorn gefahren und ich wollte gerade sagen, Stau in dem Moment gibt der Fahrer Gas, aber. Jo, aber so richtig fließt es immer noch nicht. Nee, es sollen angeblich 18 Kilometer Stau sein. Jo. Und aktuell sind wir auch gerade im roten Bereich. Da sind wir mal gespannt, ob es wirklich so rot wird. Ich hoffe es ja nicht. Wir haben es gerade 20.15 Uhr. Genau. Viertel nach acht. Pünktlich zur Primetime bekommen im Stau. Ich finde, das Programm könnten Sie in Hamburg bitte einmal ändern. Ist sehr unspannend. Ja, also Stau ist nicht wirklich das, was wir haben wollen. Allgemein hat sich das auch schon geändert, was unsere Ankunftszeit betrifft. Denn da sollen wir jetzt eine Minute nach 11 ankommen. 23.01 Uhr. Jetzt 23 Uhr. Jetzt ist Punkt 23 Uhr. Ich habe eine Minute aufgeholt. Ich gehe davon aus, es wird später als 23 Uhr. Und ob wir überhaupt so weit fahren, das entscheiden wir dann relativ spontan. Ja. Jetzt ist die Frage, ist der Fahrer denn überhaupt noch fit? Na sicherlich. Dann könnte es sein, dass wir es schaffen bis nach Rügen. Aber wie gesagt, das ist alles kann. Und auf keinen Fall muss. Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie lange das hier mit dem Stau so geht. Ja, du Hamburger, du bist sehr clever. Links, rechts, geradeaus. Wie also es gibt Leute, die sind einfach nur, ich weiß nicht. Ja, doof. Ja, und Abstand, also man kann auch im Kofferraum parken, weil im Kofferraum zu parken, da spart man sich wenigstens den Sprit dazu. Nur mal als kleiner Tipp dazu. Genau, du Hamburger, du. Wie gut, dass wir das gerade nicht filmen. Doch, die andere Kamera filmt das. Also ich wollte gerade sagen. Aber das machen wir so schnell, dass man das sicher erkennen kann, wenn ich ein Hamburger wäre. Mein Plus, wir sind ja hier in Hamburg, hier fahren mehrere Hamburger. Also wir sagen nicht, welcher das ist. Wobei ich könnte jetzt gemeinsam und sagen, genau der, der da jetzt gerade fährt. Den überhole ich auch noch. Genau. Nix hat er gekonnt. Ja. Gar nichts. Guti. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir fahren in den Stau hinein, das hat sich sogar gereimt. Aber ein schöner heißer Ballon am Horizont. Genau, das ist jetzt unser Highlight hier. Und jo, jetzt haben wir schon genug gelabert. Lassen wir erstmal die Fahrt wieder genießen und mal schauen, was da noch so kommt. Alles wieder am Fahren und das schon seit ungefähr eine Viertelstunde, glaube ich, würde ich behaupten, sind wir schon am Fahren wieder. Ja, muss auch ein bisschen schneller fahren. Und ja, wegen nix, wegen gar nichts hat sich das so gestaut. Nee, wegen ungefähr einer 50 Meter langen Baustelle waren 18 Kilometer Stau. Ja, top Hamburg. Ja. Top. Super. Ja, wir sind jetzt noch 17 Kilometer auf der A1, dann geht es auf die A20 Richtung Rostock. Und ja, mal schauen, was da so los ist. Wir hoffen nicht so viel, denn wir wollen ja
doch noch heute am Mittwoch auf frühen Ankommen. Oh, die Sonne blendet so richtig. Ui, kriege ich richtig tolle Bilder. Ja. Ja, die Sonne geht also langsam runter. Ja. Und sonst, lasst euch überraschen, kommen wir an oder machen wir irgendwo einen Break? Werden wir euch auf jeden Fall heute noch sagen. Sag nichts. Einmal ein bisschen Gas gegeben. So stehen wir wieder. Im Stau. Ist ja ätzend. Was sagt der Herr dazu? Ach, ich muss gar nichts dazu sagen, weil man fühlt sich ja leicht verarscht, weil ich glaube, die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, ist keine 3 Minuten her. Ja, so nie 2 Minuten. Genau, und dann kam der Stau. Und wetten, 50 Meter Baustelle wieder, wegen 50 Meter. Stehst du wieder nochmal Kilometer lang. Na, abwarten. Ja, so hast du wenigstens einen Sonnenuntergang, den du auch beobachten kannst. Das ist schön hier, ja. Genau. Das, Beste aus so einem Stau machen. Genau. Das ist der Grund der Baustelle. Und das ist immer noch eine dreispurige Autobahn. Hier ist dieses komische Testgelände für ihre LKWs. Bin ja auch für Umweltschonen und was weiß ich. Aber so ein Schwachsinn. Denn so, Strom ist nicht die Lösung. Dann sollen die LKWs bitte auf die Schiene verbracht werden. Dann können die Autobahnen auch zweispurig bleiben, müssen sie nicht noch mehr bauen. Aber was das bedeuten würde, wenn überall in Deutschland diese komischen Wege, das gibt es ja auf der A5 auch schon mal, aber wenn das dann nochmal kommt, der Brustmahlzeit, dann sehe ich in den nächsten 20, 30 Jahren eine riesen Stauwelle auf uns zukommen. Definitiv. Und es bringt ja auch nichts. Wo kommt denn der Strom her, verdammt nochmal? Mit Sicherheit nicht alles aus erneuerbaren Energien. Und so schnell kannst du gar nicht alles aufbauen mit erneuerbaren Energien. Ja, langfristig soll das alles erneuerbar werden. Aber Ausfahrt 24 nehmen und auf A20 Richtung schneller gehen. Ist ja A20. A20. Genau. Richtig. Gut. Also wir haben es dann geschafft, die A1. Also wir haben viel Zeit verloren. Ja. Und naja, ich bin froh, dass wir gleich auf die A20 fahren. Und hoffentlich haben wir da ein bisschen mehr freie Bahn mit Marzipan. Es ist 23.54 Uhr. Wir haben es noch am Mittwoch geschafft, hierher zu kommen. Haben wir uns vorgenommen, wir sind gut angekommen. Zum Schluss noch mal doch wirklich ganz gut Gas gegeben. Also es war noch eine längerer Stau. Das war wegen dieser neuen Brücke da, beziehungsweise dieser neuen Fahrbahn, die sie da gemacht haben, die da weggebrochen ist. Hat uns nochmal, weiß ich nicht, 30 Minuten. Viertelstunde. Ja, aber insgesamt fast eine Dreiviertelstunde haben wir verloren. Insgesamt mit allen Staus. Ja. Ja, gut.
Ja, aber wir sind jetzt angekommen. Wir haben uns hier soweit schon vorbereitet, dass wir hier vorne schön zugemacht haben. Wir werden uns jetzt bettfertig machen. Und von daher wünsche ich allen eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Und vergesst nicht, liken, teilen, abonnieren. Das kann man immer schon während des Videos. Das ist richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es, keine Ahnung wie spät. Es ist 10 vor 8. Ja. Und draußen strahlt die Sonne. Von da. Da sind wir wach geworden heute Morgen. Ja, aber das, dann war es noch, glaube ich, 5:30, wo wir wach geworden sind, weil die Sonne schön wach war. Ja, ja. Durfte ich nicht aufstehen? Nein, nein, nein. Nein. Hat dieser Mann verboten? Ja. War auch ganz gut so, weil so ganz wach wäre ich auch noch nicht gewesen. Siehst du? Weil wir sind ja wirklich erst nach Mitternacht hier angekommen, genau. Nee, vor Mitternacht, aber wir haben nach Mitternacht erst geschlafen. Ja, gut, okay. Jo, was machen wir jetzt? Frühstück! Genau, selbe Prozedere wie immer, deshalb filmen wir das gar nicht und melden uns, wenn wir uns gefrühstückt, fertig gemacht haben. Und, ja, ist auf Reise gehen können. Genau. Weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, was wir heute so machen, jo. Auf genau. Rügen! Damit ihr auch mal seht, auf was für einem Platz wir stehen. An einem sehr ökologischen Platz, weil hier stehen Solarpanels und sehr ökologische Rasenmäher. Und zwar Schafe haben sie. Ja, unser Bulli, der steht dort. Ja, hier war mal früher eine alte Lagerhalle, die hier gebaut war. Die haben sie abgerissen. Wie gesagt, da haben sie das Solarpanel hingebaut. Und ja, jetzt stehen halt Busse hier, LKWs machen zwischenzeitlich ihre Ruhe. Zwar direkt an der Straße, aber muss man sagen, man hört hier nichts. Ganz angenehm. Ja, jetzt bereiten wir uns ein bisschen vor. Wollen auch nochmal die Drohne steigen lassen. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag heute alles noch so bringt. Das ewige Spiel der Drohne. Kalibriere mich. Und wir sind mal gespannt, weil im Endeffekt kennen wir den Platz jetzt schon seit gut, oh ja, ich würde sagen, 5 Jahre ist das jetzt, dass wir den Platz hier gefunden haben. Aber wir waren noch nie in der Luft. Und das wollen wir heute einmal ändern. Oh, wir sind fertig. Drohnenflug habt ihr gerade gesehen. Eigentlich jo. Ein schönes Plätzchen, denke ich mal, wo wir hier sind. Und wie gesagt, man kann ja wunderbar halt frei stehen. Das ist uns ja sehr wichtig. Und man hat es hier ruhig. Auch, dass da die Straße ist, sage ich mal. Trotzdem, da ist ein bisschen Wald vor. Also das schirmt unheimlich ab und das ist total ruhig hier. Man hört da nicht viel von ja, im Auto. Wir sind ja in der Woche auch schon mal hier gewesen. Ja, dann kommen irgendwann auch LKWs, aber ja, das ist auch ein Zeichen, wach aufzustehen. Man ne? kann hier aber auch lustige Dinge erleben mit den LKW-Fahrern, also von daher. Ja, das erzählen wir euch dann später, wenn ich das nicht so hier halten muss. Das ist nicht eine unbequeme... So machen wir das. Denn du musst ja auch noch was berichten... von der gestrigen Fahrt. Also wir haben noch ein bisschen euch was zu erzählen. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir zur Insel Ummanz. Und ja, da wollen wir mal euch was zeigen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Dann werden wir euch sagen, wenn es nicht geklappt hat. Ja, und dann werden wir heute die Insel ein bisschen erkunden. Wir kennen sie schon, aber wir wollen sie natürlich für euch erkunden. Genau. Also werden wir mal jetzt losfahren. Thank you.
hier habe ich vor 11 Jahren meine Abschlussklassenfahrt gemacht. Ja. Und deshalb wusste ich, dass ich sehr unbewusst, also hier wohnen welche, aber es ist ja sehr ruhig, sehr still und hier kann man auch gute Radtouren machen, das kann ich euch auch schon sagen. Und deshalb haben wir jetzt hier mal etwas ausprobiert, was wir euch jetzt zeigen wollen. Ja, ich hoffe, das hat gut geklappt. Wir haben natürlich nur offizielle Wege befahren, das ist definitiv so. Die Wege waren hier sehr schmal, auch Ausweichbuchten. Aber es war mal ein Test, so, auch für Norwegen, damit wir mal sehen können, wie wir das mit der Landschaft und so weiter, vielleicht mit dem Bus da oder unsere Reise da mit der Landschaft verbinden können. Naja, mal sehen, was wir da hinkriegen. Genau, weil da fliegt er und ich da fahren und da haben wir schon unsere Highlights von unserer letzten Reise gehabt. Ja. Und deshalb ist das sehr kompliziert. Genau. So, jetzt versuchen wir den rasenden Roland ins Bild zu kriegen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Jo, schauen wir mal. Und ja, seid gespannt hier auf unserer Reise. Auf Rügen. Halt, stopp. Ja, und eine Geschichte, die wir ja euch eigentlich erzählen wollten, was wir aber wirklich auf der Reise vergessen haben, ist diese Trucker-Story. Ja, auf unserem Platz, wir blenden die mal kurz hier nochmal ein, hier oben in der Ecke. Den Rügenplatz hatten wir so eine schöne Story. Stand ein LKW-Fahrer, der hat die ganze Zeit rumtelefoniert. Ja, und irgendwann kam ein Auto an. Das Auto ist so reingefahren. Dann hat man nur gesehen, wie ein Fenster runterging. Da saß dann eine Dame drin und die hat einfach nur einen Beutel rausgeschmissen und hat die Klamotten rausgeschmissen und ist abgehauen. Da gab es wohl ein bisschen Beziehungsstress bei diesen beiden Herren, Herren und Damen. Ja, war aber sehr lustig zu sehen. Auto kommt, Fenster auf, Klamotten raus, so all die Tüten, Fenster zu, abgehauen. Das wollten wir euch natürlich auf jeden Fall noch erzählen. Ganz vergessen, wir haben ein neues Gadget. Damit ihr euch das aber zeigen könnt, müssen wir jetzt ganz am Anfang von unserer Reise.